Der SC Rissersee setzt ein Zeichen nach den Ausschreitungen in Landshut und Rosenheim auf dem Eis mit einem Transparent gegen Gewalt und abseits davon mit Stadionverboten. Die Ironie des Ganzen? Gegen die Heilbronner Falken gab es die erste richtig große Massenkeilerei in dieser Saison. Da musste doch der ein oder andere Fan auf der Tribüne schmunzeln. Zuerst schnappt sich Patrick Baum Markus Eberhardt und liefert sich einen filmreifen Faustkampf. Und danach fordert Maxi Kastner noch PJ Fenton, den Topscorer, heraus. Strafen auf beiden Seiten gleich viel. Besser war die Stimmung an diesem Abend bei den Zuschauern nicht. Die Heilbronner Falken stehen gehörig unter Druck, müssen dieses Spiel gewinnen. Die Fans fordern auf einem Transparent ihrerseits, dass sich die Mannschaft den Allerwertesten aufreißen soll. Das macht sie in der Anfangsphase nicht gerade. 1:0 Andreas Pauli. Konrad sieht nicht besonders glücklich aus, lässt diesen Schlenzer aus dem hohen Slot durchrutschen. Und der Werdenfels Express rollt weiter. Gleiches Muster, diesmal Vollmer, der Verwerter, 2:0. Und hätten die Falken nicht noch diesen Anschlusstreffer kurz vor der Pause durch Adriano Caciola erzielt, dann wäre dieses Spiel vielleicht anders ausgegangen. Sehenswerter Abschluss im 1:1 gegen den wiedergenesenen und zurückkehrenden Brian Hogan. Den Heilbronnern gab das irgendwie einen Schub, vor allem Adriano Caciola, der legte gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts einen nach per Abpraller. Alles halb so wild, denken sich die Weiß-Blauen im Schlussabschnitt. George King spritzt in diesen Pass, trifft, doch Heilbronn hat wieder die passende Antwort und natürlich wieder durch Caciola. Mann des Abends, dritter Treffer. Heilbronn hat aber immer noch nicht genug. Anspiel auf Brady Leisenring. 4:3. Und wenig später machen sie sogar den Sack zu. Doppelte Überzahl. Ein Hammer von der blauen Linie. Natürlich wieder von Adriano Caciola. Was für ein Match. Zum Ganzen passt noch der Unterzahltreffer von Alex Ackermann, der einen Schlusspunkt hinter diesen starken Auftritt der Falken setzt.